Kennen Sie das auch? Sie wollen Altpapier entsorgen, aber die Papiermülltonne ist schon voll. Aber wenn Sie im Raum Berlin wohnen, habe ich einen guten Vorschlag für Sie, wie Sie gleichzeitig der Umwelt und dem Berliner Tierheim helfen können. Hallo, mein Name ist Grandmaus Flausch. Ich bin eine Katze und ich brauche Papier. Können Sie mir helfen? Löwe, drittes OG Vorderhaus. Kommen Sie hoch. Toll, dass Sie mir helfen wollen. Das ist sehr nett. Kein Problem. Das Papier ist alt. Aber wozu brauchen Sie es eigentlich? Das Papier ist nicht für mich. Ich will es bei der Papierbank abgeben und dafür wird dann dem Berliner Tierheim Geld gutgeschrieben. Das ist ja toll. Eine schöne Idee. Ich bin mein Altpapier los und den Tieren wird geholfen. Ja, gut was. Und wenn Sie das nächste Mal Altpapier haben, können Sie es auch selbst bei der Papierbank abgeben. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Ich selbst war zum Glück noch nie im Tierheim, aber viele von meinen Freunden sind im Tierheim gewesen. Ich kann leider nicht helfen. Ich habe gar kein Papier. Ich kann nämlich nicht lesen. Das macht doch nichts. Sie könnten auch etwas anderes spenden, wenn Sie möchten. Zum Beispiel Altmetall. Haben Sie so etwas vielleicht? Ah, ich guck mal. Hier habe ich was aus Metall gefunden. Die Schublade von meinem Backofen. Die braucht man ja eigentlich gar nicht zum Backen. Toll, vielen Dank. Sehr freundlich von Ihnen. Hey, hallo. Hey. Guck mal hier. Ich habe so ein kaputtes Fahrrad. Kannst du das auch gebrauchen? Ist zwar total kaputt, aber ist noch echt viel Metall dran. Ja, das ist toll. Aber ich glaube, das passt nicht mehr auf meinen Wagen. Weißt du was? Dann helfe ich dir einfach. Dann bringe ich es mit. Ja, gut. Toll. Danke. Und sonst alles klar? Ja, ich habe so eine Menge verdient. Super Sache. Sollten viel Leute mehr machen. Viel mehr Leute sollten das machen. So, da sind wir. Hier ist eine von über 20 Abgabestellen der Berliner Papierbank. Hier geben wir jetzt alles ab. Ich leg noch einmal hier ein Autogramm unten drunter. Oh. 19 für Papier und 13,20 Euro für Metall. Nicht schlecht. Ja, aber im Tierheim sind doch so viele Tiere. Das reicht doch hinten und vorne nicht. Aber es ist ein guter Anfang. Wenn jeder Berliner seine Sekundärrohstoffe spendet, was meinst du, was dann zusammenkommt? Und außerdem, es gibt ja auch ganz kleine. Ich habe mir ausgerechnet, dass man schon mit 3 Zeitungen einen Tag lang einen Hamster ernähren kann. Wenn auch Sie das Berliner Tierheim mit Ihren Wertstoffen unterstützen wollen, können Sie Ihr Altpapier oder Altmetall bei einer von über 20 Abgabestellen in Berlin abgeben. Welche Abgabestelle in Ihrer Nähe ist, können Sie auf der Webseite papierbank.de nachschauen. Dann müssen Sie nur noch die Kundennummer des Tierheims angeben. 20.000! Haben Sie vielen Dank im Namen all unserer Freunde, die im Tierheim auf ein neues Zuhause warten.
helfen Sie lieber einem armen Nager.